Mit der Fertigstellung und Sanierung der Erdinger Altstadt haben wir als Verschönerungsverein Erding die Idee umfasst, dem Stadtrat unsere Konzeption vorzutragen, doch in Erding auch einen Christkindlmarkt zu organisieren. Später, im Jahre 2003, kam dann die Werbegemeinschaft der Erdinger Geschäftswelt Ardeo mit ins Boot, in der Form, dass die vor dem Christkindlmarkt bereits hier eine Eisfläche zur Verfügung stellten, um hier besonders den Bürgerinnen und Bürgern, den Gästen, die aus nah und fern kommen, ein Angebot zu unterbreiten in der wintersportlichen Situation. Dies hat sich jetzt über Jahre entwickelt und nun haben wir den 31. Erdinger Christkindlmarkt und die 17. Eisbahn Eiszeit in Erding. Eiszeit deswegen, weil es ein bisschen eher beginnt und der Stadtrat es auch wollte, dass beide Veranstaltungen zusammengelegt werden. Seit 4 Jahren haben wir eine Arbeitsgemeinschaft gegründet mit Ardeo bzw. dem Verschönerungsverein ARG Winterzeit, eine rein organisatorische Maßnahme, um dies auch alles zu stemmen. Seit dem letzten Jahr haben wir eine Vereinbarung, dass nun der Ortsverschönerungsverein hier selbst auch diese Veranstaltung von Ardeo übernommen hat und somit war ich gezwungen, um in der glücklichen Lage die Firma Kollmann zu gewinnen, die seit Jahren bekannt und bewährt Beschicker des Christkindlmarktes war, mit seinem Know-how, mit seinen Leuten und vor allen Dingen mit seiner eigenen Energie diese Eisbahn zu übernehmen. Und für die nächsten 5 Jahre wird er das machen. Und wir haben jetzt eine tolle Veranstaltung. Er hat es schon 4-mal gemacht, aber heuer macht er das ganz allein in Eigenverantwortung. Und der Stadtrat honoriert es auch in der Form, dass der Verschönerungsverein jedes Jahr immer wieder die Fläche zur Verfügung gestellt bekommt. Und was hier ganz wichtig ist, es wird Wert darauf gelegt, dass die Kinder, die Jugendlichen, die Schulkinder während ihrer Schulzeit, während dieser Zeit jetzt in der sogenannten Stadenzeit auch die Möglichkeit haben, kostenlose Schlittschuh zu fahren. Es ist ein großes Ambiente geboten. Wir haben ein gemeinsames Programm. Das heißt also, die kulturellen Angelegenheiten in der Adventszeit, in der stillen Zeit werden vom Kulturamt der Stadt Erding mit uns gemeinsam gemacht. Genauso die sportlichen Veranstaltungen der Eiszeit, angefangen von Eisstockschießen und Vorführungen bis hin zu Sondereinlagen. Ich freue mich, die Eiszeit beginnt. Wir haben gestern schon einen riesen Erfolg gehabt mit vielen, vielen Besuchern. Und ich glaube, dass es nicht verkehrt ist, diese Zusage zu machen. 8 Tage länger Eiszeit und 4 Wochen Christkindlmarkt 2017. Der Bernd Kollmann, wir haben es gerade gehört, dieses Jahr zum ersten Mal allein verantwortlich für die ganze Geschichte. Was können die Leute denn hier in der Erdinger Eiszeit erleben? Was gibt es denn hier für Stände? Wie läuft das ab, das Programm? Ja, wir haben hier ein sehr abwechslungsreiches Programm. Heute haben wir die Eröffnung mit dem Radiosender Top FM und später kommt noch der Erdinger Eishockeyverein, der macht Vorführungen und zeigt den Kindern, wie es Eishockeyspielen geht. Die Eröffnung macht noch später der Oberbürgermeister und wir haben hier viele kulinarische Stände aufgebaut. Es gibt eine tolle Feuerzangenbowle, Imbissbetrieb und wir haben hier einen Almstadel, wo auch täglich Live-Musik ist. Wir haben einen Alleinunterhalter und da gibt es eine richtige Hüttengaudi am Abend. Es wäre gut, wenn vorher reserviert wird, weil wir sind immer ziemlich ausgebucht. Gut. Die Hütte selber, wie groß ist das? Was ist die Hütte allgemein? Die Hütte ist 10 mal 5 Meter groß, sehr rustikal dekoriert. Es passen 65 Leute, 65 Sitzplätze und einen kleinen Stehbereich an der Bar haben wir. Wir haben auch einen Verkauf nach draußen. Wir können Flammkuchen nach außen verkaufen, wir haben Spätzle, Käsespätzle im Straßenverkauf, einen Kaiserschmarrn im Straßenverkauf.
Dann haben wir draußen noch einen Burgerstand, genau. Dann von Landshut die berühmten Brunnerwürstel haben wir hier am Markt. Und Feuerzangenbowle gibt es sehr gute. Einen Eierpunsch, einen frisch gemachten. Und es ist, glaube ich, für jeden hier etwas geboten. Die Öffnungszeiten, wir öffnen täglich um 10 Uhr und haben bis 22 Uhr geöffnet. Ja, am Nikolaustag haben wir natürlich einen Nikolaus hier, der dann unsere Kinder beschenkt. Und am Dienstag haben wir Kasperl und Puppentheater, aber jetzt glaube ich, wird der Herr Steinberger noch das Programm vorstellen, weil das ist unser Programmmanager hier. Was hier ganz wunderbar ist, ist nämlich das Zusammenwirken zwischen dem Event Weihnachtsmarkt bzw. Christkindlmarkt und der Eisbahn. Das heißt, im Gelände der Eisbahn befinden sich auch Christkindlmarktstände, die Kunst und Kultur anbieten. Angefangen von einer riesen Sozialtombola der Rotari-Freunde in Erding, die jedes Jahr für 40.000 Lose verkaufen und dies für soziale Zwecke der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Erding und in der Stadt Erding verwenden. Ebenso haben wir aus Südtirol einen Spezialisten, der guten Käse und Rotwein bzw. hier den Südtiroler Speck hier anbietet und Schüttelbrot, ebenso einen Krippenstand mit Südtiroler Schnitzereien und das Ganze umrahmt natürlich auch wiederum der Maroni-Stand, das auch dazugehört zum winterlichen Ambiente. Wer nach Erding kommt und wer in die Eiszeit geht, er meint, er ist wirklich im schönen Zillertal, er ist in Österreich, er ist im bayerischen Voralpenland, das hat er alles in der schönen Kreisstadt Erding.